1, 2, Toto kommt vorbei, 3, 4, steht er vor der Tür. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Torsnacker Toto, beim Clan True Warriors 2. Ja, Hausbesuche oder Dorfbesuche sind mal wieder an der Tagesordnung. Ich finde es übrigens immer ganz, ganz niedlich, wenn unter den Kommentaren steht, hey, wann machst du die nächste Hausdurchsuchung? Also richtig krasse Kommentare. Und ich fange heute direkt beim Alex hier an vom Clan Over Havelpower. Er ist hier ein Rathaus 9 und was mich besonders freut, er kloppt hier gleich beide Helden hoch. Also nicht schlecht, der geht auf 18 und die Queen geht auch auf 18. Ah, okay, da macht er das wahrscheinlich im Pärchen. Die Base hier ist maxed out. Ich denke mal, die Tesla stehen hier irgendwo bei den Magiertürmen immer. Die decken hier sehr, sehr schön die Luftabwehren. Und ich denke, er kann zufrieden sein mit der Base. Ja, die Clanburg ist natürlich zu locken, aber ich sage immer, irgendein Tod musste sterben und er stirbt sicherlich eher den Tod, dass die Clanburg zu locken ist und sein dunkles Elixier gesichert ist. Wer mal auf diese Base hier trifft, hier kann man in jedem Fall die Bauhütten Errungenschaft ganz, ganz gut machen. Also die sollte man in jedem Fall mitnehmen. Und ihr seht das hier erstmalig. Ein Mauszeiger mit im Bild. Ich glaube, das ist bei den Dorfbesuchsfolgen jetzt immer etwas besser, wenn ich den mit drin habe. Und dann sieht man zumindest genau, wo ich hinzeige. Er hat hier alle Truppen auch schon auf Max. Also hier fehlt es gar nichts an gar nichts. Hinten noch der Erdbebenzauber. Okay, den kann man ja vernachlässigen. Und dann sieht das hier, denke ich mal, ganz gut aus. Ja, ich habe ja wirklich, wirklich viele Tags von euch bekommen. Und wir nehmen uns gleich den nächsten. Es ist der Peter. Ich habe also schon so ein bisschen vorgespickert, damit ich nicht unbedingt abgefarmte Bases heute habe. Also der Peter ist ein Rathaus 8 hier. Relativ, ich würde fast sagen, relativ frisch. Denn er muss noch eine ganze Masse an Mauer machen. Ich glaube, man kann viel, viel mehr Mauer machen, wenn ich mein Rathaus 6 so sehe. Denn das sind alles Mauern hier auf Rathaus 6 Niveau noch und ja, ich denke, die Base ist erstmal in Ordnung. Wie sieht es bei den Truppen aus? 5er King, das ist Rathaus 7 Niveau, aber ich denke mal, er ist noch nicht so lange Rathaus 8. Hat jetzt schon den Golem rausgeholt, hat die Walküren schon auf 2, das ist nicht schlecht. Schweinereiter 2, also hier geht in jedem Fall so ein bisschen was und wenn ich mir die Base so anschaue, dann ist die auch aktiv. Ich würde ihm als erstes bei Rathaus 8 tatsächlich die Luftabwehren leveln. Ich weiß, die dauern extrem lange, aber werdet mal 9 und 10, dann dauert das alles noch viel länger. Denn im Rathaus 8 Bereich wirst du natürlich sehr häufig aus der Luft angegriffen. Deswegen würde ich die als erstes machen, also aus der Luft, nicht beim Farmen unbedingt, aber beim Clankrieg. Aber ich denke mal, die Base sieht ganz gut aus, zumindest beim Farmen wird die auch das ein oder andere Mal nicht halten. Okay, da hat er wahrscheinlich zu viel draußen, weil das dann schon zu viele Prozente sind. Und wir nehmen den nächsten. Das ist der... Oh, nee, der ist abgefarmt. Also einige sind abgefarmt. Die lese ich am Ende wieder vor. Da habe ich mir wieder so ein abgefarmt hintergrund gemacht. Aber der hier, den wir hier drin haben, mit dem Leerzeichen drin, der ist nicht abgefarmt. Es ist der Zack vom Cloud 21. Grüße nach drüben. Und er ist ein Rathaus 10 in der Legende. Also wirklich, wirklich krass. Ich habe mich da ja noch nicht hingetraut. Und er ist ja auch relativ maxed out. Da geht noch ein bisschen was am Drachen. Da geht noch ein bisschen was am Päcker. Und natürlich auch an den Zaubern. Aber der Rest sieht hier verdammt gut aus. Wir gucken uns mal die Base an. Oh, die Base ist auch nicht abgefarmt. Also, ich denke mal, dass er mindestens einmal hier verteidigt. Jawohl, er hat eine Defense hier gewonnen. Und ich glaube, die Base hier... Ja, ich denke mal, sie ist ganz gut. Das Rathaus ist natürlich leicht zu erreichen über diese Flanken hier unten. Aber hier, ich weiß nicht, was das hier zu bedeuten hat. Denn gerade in der Legende, die Rathaus 11 Spieler greifen natürlich vermehrt mit Luft an. Und da hast du natürlich hier diese beiden Air Defenses ganz, ganz schnell weg und kannst dann einfach diese Base hier überfliegen. Ich denke mal, das stört auch die 40er Queen nicht wirklich, wenn die Lakaien dahinter sind. Aber es ist ein schönes Dorf, ist ein schöner Account. Ich denke mal, der Zack ist in jedem Fall mit seinem Dorf zufrieden.
So, wen habe ich denn eigentlich? Wen habe ich hier neu drin? Da ist er. So, ich habe die nächste Tech in der Zwischenablage. Ja, das zieht sich immer noch ein bisschen hin hier bei den Dorfbesuchen. Und wieder ein Leerzeichen dabei. Wir haben den XD9 vom Clan Noobs IMTV YouTube. Grüße auch an den Kollegen. Es ist ein Rathaus 10 mit Helden 18er, King 20er, Queen. Das kann man sicherlich machen. Hat aber die restlichen Truppen schon relativ hoch mit dem Firma Pekka 4er Drachen. Da geht noch ein Level am Drachen. Also sieht erstmal von den Truppen her sehr, sehr gut aus. Und auch die Base, ja, das ist in Ordnung. Das ist in jedem Fall eine 10er Base hier mit den X-Bogen. Alles ausgebaut. Ich denke mal, er ist hier ja noch nicht ganz maxed. Da geht noch ein bisschen was an den Magertürmen. Aber die decken hier wenigstens die Luftabwehren sehr, sehr schön ab. Und zudem auch noch die Archer Tower. Wir decken hier sogar, haben hier den Radius noch über die X-Bögen und die stehen hier auch auf Bodenluft, also würde ich auch in jedem Fall immer so machen. Warum der jetzt nur auf Boden steht, das weiß ich nicht, also ich würde den auch auf Luft stellen, aber ich denke mal, für einen schnittigen Queenwalk, der hier unten angefangen wird, wird er natürlich dann schön vorher abgefangen und er hat auch irgendwas in der Forschung. Ich tippe einfach mal wieder drauf, was könnte er drin haben im Ofen. Meiner oder Drachen. Ich tippe mal auf Meiner oder Drachen. Aber schönes Dorf hier und hat auch schon verteidigt. Also das passt in jedem Fall. So, würde mich freuen, wenn du mein Dorf besuchst. Das mache ich. Spielerkürzel habt ihr diesmal auch vorbildlich ohne Hashtag hier mit reingebracht, sodass ich den Hashtag nicht immer rausnehmen muss. Wir haben hier den Tobi von Clan Hexenkessel 8816. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Und mit 40er King und 29er Königin hier ein anständiges Rathaus 10, würde ich mal so sagen. Und er ist natürlich auch nicht abgefarmt. Ich habe mir ja so ein paar wenigstens vorher schon angeguckt. 240 Truppen. Hier geht in jedem Fall noch was in der Base hoch. Die gehen auf 13 oder 14. 14 gehen sie, glaube ich, bei Rathaus 10, jetzt 13, 14, 15, ne, die gehen bis auf 13 hoch. 14, 15 kommen dann beim Rathaus 11, aber ist ein cooler Account hier. Und ich denke mal, er wird da oben auch schon verteidigt haben. Also 16 Devs hier, schöne Base hier. Die könnte ich mir mal kopieren, wenn ich nicht auf Rathaus 11 gehen würde. Also schönes Ding hier. Und hier decken vor allen Dingen die Magertürme, ja. Die Lars, die stehen schön vor den Luftabwehren, denn wenn Hunde und Loons hier in diese Base kommen, dann werden sie auf jeden Fall schon mal so ein bisschen abgefangen hier. Das Rathaus, ja, auch hier denke ich mal, musste er einen Tod sterben. Rathaus in der Mitte oder den dicken Pott in der Mitte, da er noch so ein bisschen was farmen muss für seine Queen, denke ich mal, ist der Pott hier in der Mitte die bessere Alternative. Erste Pause heute. Erste Pause kommt heute von Dante. Dante hat mir einen Angriff geschickt. Ja, eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich hinbuchen sollte, hatte ich ihm auch gesagt, als er noch bei den Two Warriors 2 war. Da ist er nämlich nicht mehr. Und ich denke mal, das ist so ein, also ich habe den jetzt verbucht unter Übungsangriff, denn er ist natürlich sauteuer hier mit den Hexen, mit der Queen und mit den Golem. Denn das, was er jetzt an Lothar hier rausholt, widerspricht ja eigentlich dem, was er jetzt gerade ausgegeben hat für diese Armee. Aber ich denke mal, so kann man natürlich schön Angriffe üben, gar keine Frage, denn er hat auch keinen King dabei. Und so geht das hier schön mit Bola und Hexen durch die Base. Ich kann es euch leider nicht größer machen, denn es ist aufgenommen, ihr seht das rechts mit Mobizen. Und da muss ich natürlich immer alles das, was ich ja nicht selber mache, muss ich so nehmen, wie es kommt. Aber ich denke mal, ist ein schöner Angriff hier. Und wie gesagt, zum Üben ist sowas natürlich immer gut, also mache ich auch nicht immer. Also Übungsangriffe, ich müsste eigentlich auch mehr üben, so wie der Dante das hier macht. Denn dann würde ich sicherlich auch etwas besser mit meinen Rathäusern spielen. Ich meine, so schlecht bin ich ja jetzt nicht. Der kleine Dante ist übrigens nicht mehr bei uns. Er hat bei uns einen Gastzicker mitgespielt und ich weiß jetzt auch gar nicht, wo er ist. Der eine oder andere kommt ja immer mal wieder. Oh, da hat es nochmal die Hexen richtig erwischt, da in der Riesenbombe. Aber die haben noch so einen Hauch Leben. Und
Deswegen, ja, glaube ich, da hinten ist natürlich auch ein bisschen was im Ausbau und die Base war jetzt nicht so super neu. Aber wie gesagt, zum Üben sicherlich richtig gut. Und die fressen sich hier schön durch die Wände, durch hier die kleinen Skellies. Jetzt haben wir natürlich nur noch punktuellen Schaden von den Bogenschützentürmen und von der Kanone. Ah, jetzt kriegt natürlich die Queen schon Feuer. Ist aber nicht so schlimm, er kann sie nämlich noch zünden. Und ich hoffe, er vergisst sie. Nicht, wollte ich gerade sagen. Nein, er vergisst die Queen hier zu zünden. Naja, hat er halt Pech gehabt. Aber ich denke mal gucken, die Hexen werden es jetzt regeln. Denn der Golem tankt noch super hier die Kanone. Und die Hexen fressen sich jetzt richtig, die Skellies fressen sich richtig schön durch. Ja, und ihr seht es jetzt hier rechts. Das ist ein Aufnahmeprogramm, was man nutzen kann. Mobiz. Wir machen weiter bei den Dorfbesuchen. Ich habe die nächste Tag schon hier eingegeben und das sind jetzt die anstößigen Wörter. So heißt das hier immer bei YouTube. Wenn mir jemand sein Tag mit der Raute am Anfang schickt, dann landet das bei mir im Spam-Filter. Aber ihr werdet jetzt eure Kommentare alle unter diesem Video beziehungsweise unter dem anderen Hausbesuche oder unter, dieses Kontrollvideo sehen. Und wir sehen hier den Magier vom Clan Family Imperium. Ah, viele Clans kenne ich hier mittlerweile. Entweder habe ich sie schon mal besucht oder ich habe schon mal jemanden daraus gezeigt. Aber wir haben hier einen Rathaus-10er. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber das Rathaus-10 hier wirkt auf mich leider sehr, sehr schwach, auch wenn ihr schon recht hoch in der Liga ist. Wie hoch war er denn eigentlich schon? Ah, okay, er war schon sogar mit dem Dorf hier in Meister 1. Und also hier ist viel vergessen worden auf den Rathausstufen vorher. Ich denke mal, ich hoffe einfach mal, das weiß er, hat auch nur 220 Truppen, also als Rathaus 10er, der ja eigentlich schon eine relativ ausgebaute Base hat. Das sieht man hier an den Infernos, denn die sind schon auf Level 2 und die haben ja schon eine gewisse Laufzeit. Also ist er schon etwas länger Rathaus 10 und hat recht richtig viel vergessen hier. Also das, es ist schwer sowas aufzuholen, hätte ich fast gesagt. Da musst du wirklich jetzt die Muße haben und musst hier Stück für Stück die Helden nachklüppeln. Die ganze Base, sage ich mal, jetzt erstmal überhaupt auf den Rathaus 9 Status bringen. Denn die beiden Infernos hier in der Mitte, die retten dich auch nicht, sage ich mal. Und im Clankrieg, ja, da tut, ich weiß nicht, ob er sich da schwer tut, mit 483 gewonnenen Stern. Ich meine, er ist sicherlich relativ hoch im Ranking, hat auch alle Truppen, aber er hat halt wenig gelevelt, muss man einfach mal so sagen, mit einem Zweier Golem und Dreier Schweinereiter. Ja, ich denke mal, er wird, wir sehen es ja auch hier vermehrt, mit Drachen angreifen, aber das kann ja, erstmal ist das immer sau teuer und zweitens, ja, muss er auch mal andere Angriffsstrategien entwickeln. Also ist nicht so dolle. Nicht so dolle, aber das nächste Dorf ist, glaube ich, abgefarmt. Das ist aber nicht schlimm, denn das ist Seriku vom Clan Forever Loses, okay. Es ist ein Rathaus 9. Er ist abgefarmt, ich weiß es. Aber wir sehen relativ viel von seiner Base, denn er hat schon 14 Devs hier. Wir gucken auch mal rein. Also ich denke mal, auf den ersten Blick, das sieht gut aus hier. Das ist ein guter RH9-Account, 30er Queen, 20er King. Und ich hatte ja gesagt, er ist abgefarmt, aber wir sehen hier was von der Base, gar keine Frage. Und die hat auch gehalten, denn das Rathaus steht. Ich denke mal, der Rest hier, das waren sicherlich keine 50%. Und in der Liga, wo er jetzt hier auch farmt, nimmt er, denke ich mal, auch die richtigen Truppen. Jawohl, mit Kobolden, ein paar Heilern für einen Queenwalk, super. Das so farmt man sich natürlich richtig was rein hier und er ist auch maxed out. Also auch die Mauern hier hat nichts mehr zu tun. Also ähnlich wie meine RH9 Accounts, nur noch den Helden, also 10 Helden Level jetzt noch am King. Und ich denke mal, ist zufrieden mit dem Account. Ich wäre es in jedem Fall. So, den nächsten, den wir haben. Ach, da habe ich wieder ein Leerzeichen mit drin. Mist. Aber es ist ein Rathaus. Ach, das kann ich euch schon mal verraten. Denn es ist der Gameflow. Der Gameflow vom Clan 7up mit 10er King. Oh, sehr, sehr schön. 2er Golem, jawohl. 4er Hawks. Nice. Das finde ich super. Ich denke mal, Pekka geht jetzt demnächst noch hoch. Und so viel hat er auch nicht mehr zu tun. Ist schon relativ weit hier. Oh, und die Base ist auch weit. Eieiei. Okay, das Gold kannst du natürlich jetzt super in die Mauern verbraten. Aber die Base hier ist schon richtig weit. Ich denke mal, mit dem
Magierturm hier noch aufmaxt für Rathaus 8, ist das Ding hier durch für ihn. Und ja, was soll ich dazu sagen? Die decken schön die Luftabwehren mit ab, also gegen Luft ist er in jedem Fall gefightet. Wo ist der Feger? Manchmal finde ich diesen kleinen Feger nicht. Ah, da ist der Feger. Okay, der steht in die Richtung. Ich denke mal, auch das ist in Ordnung. Auch da muss man immer einen Tod sterben irgendwo. Der kann ja nur in eine Richtung zeigen. Ist ja kein 360-Grad-Feger, wie ich manchmal irrtümlich behaupte. Und so musst du ja irgendwo, du musst ihn irgendwie stellen. Du kannst eh nicht alle Seiten abdecken, weil du ja nur einen hast als Rathaus 8. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung hier. Und er wird auch, er hat auch schon zweimal verteidigt. Also er ist auf einem guten Weg hier zu Rathaus Level 9. Die nächste Tech, die ich habe, ist vom GomGom HD von Cloud Nano. Ah, wieder noch ein Cloud-Account hier. Wir hatten ja schon einen von Cloud 21, ist ein Rathaus 9er, der aber auch noch nicht ganz so weit ist. Okay, da wäre schon im Rathaus 8 Bereich immer ein bisschen mehr gegangen, aber wenn man die X-Bogen haben will, die wollte er hier sicherlich haben. Die muss ich jetzt mal suchen, die X-Bogen. Vielleicht sind sie auch gar nicht da. Ach doch, auf Level 1. Okay, das passt aber noch. Wir bewerten ihn einfach mal. Und der ist auf 2, also das passt auf jeden Fall zu den Helden hier. Er hatte 220 Truppen, das ist auch in Ordnung. Und den Rest kann ich mal wieder nicht bewerten. Mist. Denn ich nehme mir jetzt ratzfatz hier den nächsten vor. Also wer hier jetzt ja in dieser Folge nicht dran kommt, der kommt sicherlich in den anderen Folgen dran, denn Joel und Marcel teilen sich hier einen Account beim Clan Schweinereiter. Der kommt in den nächsten Folgen dran. Ich schreibe mir immer hinter die ich gezeigt habe, gezeigt, so dass ich sie nicht nochmal reinnehme. Und es ist ein Rathaus 8 hier. Er ist Leader in dem Clan. Auch er ist so halbwegs abgefarmt hier, kann man mal so sagen. Und die Base ist auch nicht stark. Ist auch ein schwacher Account hier, muss ich einfach mal so sagen, um hier kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Also ich würde sagen, auch wenn er vielleicht noch nicht so lange, müssen wir mal gucken, 6er King, Drachen noch nicht auf 2, also das ist ein Grütze-Account hier, muss ich einfach mal so sagen, auch wenn ich jetzt einen Abonnenten weniger habe, aber hier ist ja kaum was hochgelevelt. Ich meine, das ist hier Rathaus 5 Niveau, hätte ich mal fast gesagt, und hat auch nur 175 Truppen, also das ist ein Schuss, der nach hinten losging. Aber der Schuss, der nicht nach hinten losgeht, ist heute in der zweiten Pause vom Zocker, der mir diesen Angriff hier geschickt hat. Also richtig krasses Teil hier. Oh, den muss ich jetzt mal gerade ein bisschen leiser machen. Der ist ja ganz schön laut. Nur mit Walküren hier, das ist ultra krass. Muss ich mal so sagen, nur mit Walküren hier. Das ist wirklich ultra krass. Und natürlich, okay, den Helden oder die Helden hat er dabei und findet hier, ja, das ist eine aktive Base. Ihr seht das hier. Hier ballert ja in jedem Fall die Adler-Dev. Und jetzt, schön, jetzt geht er noch ein bisschen raus, dass wir die ganze Base sehen. Aber hier ist natürlich richtig Lot. Und wir gucken mal, wie viel am Ende da eigentlich noch übergeblieben ist. Denn das ist ja dann schon, von der Verteidigung her ist die Base natürlich nicht schlecht. Also das ist teilweise 10, teilweise natürlich 11. Das sieht man jetzt natürlich am Adler. Und da hinten ist jetzt aber schon X-Bogen leer geschossen. Also so richtig aktiv ist die Base dann doch nicht. Sie ist halt nur noch nicht genug abgefarmt worden. Und er hat dieser Base jetzt auf jeden Fall ein schönes 16-Stunden-Schild schon mal verpasst. Und wie viel nimmt er am Ende mit? 757.000, 749 und 5.471 plus den Bonus, ja. Ich denke, man hat er trotzdem schön gerockt. Vielen Dank, Zocker. Und wir sind wieder bei mir im Dorf. Und ich habe die nächste Tech. Wo ist sie? Ah, die kommt wieder von... Die kommt jetzt leider wieder von oben. Gezeigt. Der Dark Angel. Hey Toto, gestern war ein super Stream. Bla bla bla. Würde mich freuen, wenn du mich besuchst. Aber sicher mache ich das. Und hier kommt er. Ich hoffe, er ist nicht abgefarmt, denn ich nehme im Moment am Stück auf, also nichts gestückelt hier. Es ist der SSJ Abi vom Clan Gutmensch. Auch nicht schlecht, er ist Leader. Oh, Maxed Out RH9. Yes, das mag ich. Und die Base ist auch komplett durch. Und er kloppt sein Rathaus nicht hoch. Das ist natürlich wirklich krass.
Also richtig starker RH9-Account hier. Muss mal eben schauen. Ah, okay. Verteidigt so eine Base erst einmal gedefft hier. Aber ich denke, er hat, ich wollte es gerade sagen, das ist so ein richtig schöner, ist ein CK-Account, aber ein Full-Max-Out-CK-Account mit 1174 CK-Sternen hier. Ja, was soll ich sagen? Die Base ist sicherlich in Ordnung, aber ich hätte fast gesagt, es wird ihm auch egal sein, ob er abgefarmt ist oder nicht. Denn im Moment hat er nur ein bisschen Gold am Nachfarmen. Ich kann es nicht genau sagen. Ich denke, er muss keine Mauer mehr machen. Und hier ist aber eigentlich ist hier gut gedefft. In Kristall 3, wo er jetzt ist. Und ja, kannst du mit zufrieden sein, denke ich mal. Super Account hier. Ich wäre in jedem Fall mit dem Ding hier richtig gut. So, hier hat mir einer geschrieben, bin extra gedroppt bei den Pokalen, damit ich nicht abgefarmt bin. Das ist natürlich auch krass, ja. Ich meine, ich nehme es ja eigentlich, wie es kommt. Ich gucke mir nicht alle vorher an. Das kann ich einfach nicht schaffen. Das ist ja Maxim. FSB vom Clan Troopers 2. Okay, wo eiert er im Moment rum? In Gold 1. Und er ist hier ein Rathaus. Achter. Aber fast, ja, ich denke mal, nur noch den Erdbebenzauber und Schweinereiter plus Walküren. Ah ne, die Walküren gehen ja gar nicht weiter. Die gehen gar nicht weiter als auf 2. Oh, der ist mal gerade so abgefarmt, glaube ich. Denn wir haben es gerade noch so aufblitzern sehen. Ah, schade. Aber er hat natürlich 200 Truppen. Farmt hier sicherlich, nee, das ist eine CK-Armee hier. Der ist nämlich im Clankrieg mit drin. Und sehen hier aber, die Teslas gehen hoch. Noch als letztes, die haben ja auch eine verdammt lange Laufzeit. Und ja, mal sehen, hat er schon mal verteidigt. Er hat schon zweimal verteidigt. Und ich denke mal, ein starker Account hier bei den True Warriors 2. Also aus unserem, ich hätte fast gesagt Partner-Clan. Wo steht denn eigentlich sein Rathaus hier? Oh, ich kann es gar nicht. Ah, hier hinten. Hier hinten ist das Town Hall. Okay, das geht auch nicht hoch. Also er bleibt erstmal Rathaus 8. Ich denke mal, im Labor wird der Erdbebenzauber noch laufen. Und dann sieht das hier aber schon ganz gut aus. So, wir haben den nächsten in meiner Zwischenablage. Mit Leerzeichen natürlich wieder. Es ist der Nickwehr vom Tuvor 2. Oh, toll. Ich habe nur Abonnenten von Tuvor 2. Und auch er hier ist leider abgefarmt. Mist. Ja, ich kann nichts dran ändern, wenn die Leute abgefarmt sind, weil dann müsste ich eigentlich schon ankündigen, so, heute mache ich meine Dorfbesuchsfolge. Ich nehme sie heute auf, damit ihr dann alle nicht abgefarmt seid. Aber der 2612 hier vom Clan Tiny War Clan TM Trademark ist ein Rathaus 9 und ich habe eben schon gesehen, er ist nicht abgefarmt, ist ein schönes Dorf hier. Ich glaube, die Base habe ich schon mal ähnlich gesehen im CK, aber 2612 brecht ein Rathaus ab. Ah, okay, 20er Heldenpärchen, ja. Es geht so, also die Base hier ist natürlich maxed out, inklusive Mauern, aber Truppen, ja. Hexe, weiß ich nicht, wenn man sie nicht benutzt, dann muss man sie auch nicht leveln, aber irgendwann will man sie vielleicht benutzen und dann muss man sie nachleveln und das Nachleveln, das ist immer sehr, sehr leidig, weil man macht es nicht. Man macht es einfach nicht. Sprungzauber wäre, hätte auch noch ein Level vertragen können und auch den Eilzauber, also gerade Sprung und Eil finde ich gerade für CK-Angriffe immer sehr, sehr wichtig. Und aber ich denke mal, das ist ein ganz nettes Dorf hier, 3200 Pokale, das ist auf den Kopf Champions League 3. Und er war aber auch schon ein bisschen höher, 3338, hat schon einmal verteidigt hier, also glaube ich, dass die Base hier sicherlich gegen 9er auch deft. Und ja, ich kann nicht genau sagen, ob der Start auf 10 jetzt gelingt mit den 20er Heldenpärchen oder ob das sehr erquälend ist, weil ja, das ist immer das Problem. Du machst die Helden einfach nicht, wenn du jetzt auf Rathaus 10 gehst, dann willst du unter Umständen Valkyrie haben, ja, Hexe vielleicht nachleveln. Und ganz, ganz witzig, ich habe jetzt das nächste Tag schon mal in der Zwischenablage und während ich so suche, meinte der Mario 3D, ich habe dir eine FA geschickt, heiße Messi bei Clash of Clans, muss ja da nicht Zirkel schicken. Na klar musst du mir den Zirkel schicken, weil du siehst ja, ich habe keine Freunde hier außer den Avatar und deswegen kann ich dich an der Stelle leider nicht besuchen. Wir haben hier den Black Bubble. Es ist ein Rathaus 8 mit 9er King. Oh, der ist schon relativ hoch. Hat die Truppen, die es neu bei Rathaus 8 gibt, jetzt auch schon raus. Das heißt also Pekka, Golem,
Und Walküre, ich denke mal, wenn wir uns das Dorf jetzt anschauen, der ist noch nicht so lange Rathaus 8 hier, aber er ist schon richtig weit mit der Base, also Hut ab. Und ist auf jeden Fall eine aktive Base, das sehen wir hier. Hier geht ein Elex-Sammler hoch, hier geht der Bohrer hoch, hier geht der Feger hoch. Ja, denke ich mal, mit so einer Base lässt sich arbeiten, aber ich habe halt die Vermutung, er ist noch nicht so lange auf Rathaus Level 8 und hat sicherlich noch einiges zu tun. Ja, aber es kommt ja auch immer ganz drauf an, wie viel Bauarbeiter man denn hat. Denn er hat alle 5 und ich denke mal, alle 5 werden hier auch gut beschäftigt sein, die Base hier weiter auszubauen. 3 haben wir jetzt gerade schon gesehen und 2 schlummern dann wahrscheinlich. Oder aber, man sieht das ja hier an der Bauhütte. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber ich denke mal, es wissen alle. Da ich natürlich den Tesla nicht sehe, sehe ich hier einen pennenden Bauarbeiter. Deswegen glaube ich, hier irgendwo in der Base kloppt ja auch noch irgendwo ein Tesla hoch. Die sehe ich natürlich bei meinen Besuchen jetzt, es sei denn, ich besuche jemanden aus meinem Clan an der Stelle nicht. Aber er hat das gut gemacht hier, hat auch die Kasernen schön gelevelt, also kann die Drachen hier richtig nett raushauen im CK. Und ich denke mal, der Black Bubble hier vom Rush B Clan ist auf einem guten Weg. So, Invalid Tech sehe ich hier gerade von Adibim, Adi Karim Rex, das tut mir leid. Der Tech war leider nicht aktiv und ich gehe einfach weiter meine Datei durch. Steuerung V, da ist er mit Leerzeichen wie immer. Das ist der Lego Freak von den LA Allstars 2. Dann wird sicherlich auch ein 1er Clan geben. Und er ist, ja, ich denke mal, auch noch nicht so lange Rathaus 8. Wir gucken einfach mal rein und sehen hier aber eigentlich auch schon eine richtig starke Base. Ich denke mal, so eine Ringbase im R8-Bereich, die muss nicht unbedingt halten. Die hat immerhin schon 2 Devs hier, aber das ist ihm sicherlich egal, denn er will den schwarzen Pott hier schützen. Und im Labor laufen auch Truppen, also hat er hier, denke ich mal, gut gemacht. Dunkle Kaserne, hier geht die erste Kaserne auf. Pekka, hat er den schon? Ah, hat er schon. Geht sogar schon die zweite Kaserne jetzt auf Pekka-Status, super. Und ja, ich denke mal, mit der Base kann er ganz zufrieden sein. Auch hier sind die Luftabwehren schon auf 6, 5 und 5. Und werden schön geschützt hier vor den Magertürmen. Auch das ist in Ordnung hier. Also ich denke mal, ja, die Base wird unter Umständen ganz gut halten. Ich weiß nicht, so im CK oder so. Kann ich schlecht einschätzen. Aber sieht gut aus. Ich denke mal, er ist zufrieden mit seinem Account. So, wir kommen zu einem Rathaus 10. Gucken wir mal, ob das ein gutes Rathaus 10 ist oder ob das eine Flaute ist. Nein, wir sehen hier ein richtig fettes Rathaus 10. 40er Heldenpärchen. Daumen nach oben. Super gemacht hier. Alle Truppen Barbaren fehlen nur noch. Ah, die fehlen bei mir auch noch. Und aber der Rest ist hier hoch. Freeze-Zauber, ja. Ich meine, den als Rathaus 10er jetzt nicht auf einem besseren Level zu haben als auf 1. Grenzwertig. Denn gerade den braucht man eigentlich. Aber das Dorf hier ist natürlich super, super maxed out, was die Defense angeht. Nur noch ein paar Mauern hier zu machen. Ja, ich nenne das einfach mal ein paar Mauern. Denn er hat ja noch reichlich, oder er hat ja noch ein paar Forschungen vor sich. Und deswegen glaube ich, dass auch die Base hier, wo sind denn eigentlich die Luftabwehren? Ah, die sind da und da. Hier werden sie geschützt. Und hier hinten werden sie natürlich schön von den Infernos mitgeschützt. Also auch so kann man es natürlich machen. Denn die Infernos gehen ja sowohl auf Luft- als auch auf Bodentruppen. Und die stehen hier, die stehen alle auf Boden. Also ich würde sie auch da auf Boden-Luft stellen, ruhig alle 3. Und sieht aber ganz gut aus hier. Ich denke, er ist natürlich zufrieden mit dem Dorf hier, mit den Helden hier. 40er Pärchen. Ich meine, da gibt es jetzt nichts mehr zu nölen. Und hat er gut gemacht hier. Vielen Dank, Hicks, für dein Dorf hier. Also, tolles Ding. Ja, da kann man sich sicherlich mal rauskopieren. 12 Defenses. Ja, super gemacht hier. Ich nehm noch mal den Fokus raus. Dann habt ihr die Base mal. Denn so eine Dorfbesuchsfolge kann ja auch animieren, sich mal eine andere Base zu bauen oder eine neue Base zu bauen. Und da habt ihr hier jetzt mal kurz was für einen Screenshot. Jetzt suche ich aber die nächste Tech hier. Natürlich mit Leerzeichen beim Toto. Und es ist der... Oh, ich kann es nicht lesen. Tut mir leid, das kann ich nicht lesen. Ist das wahr? Ist das wahr, Niklas? Ist das dein Account? 499, das kann ich jetzt nicht glauben.
Alter Falter. Er war schon in der Legendenliga und ist ein Maxed-Out-Account hier. Nur noch der Golem fehlt. Ich denke mal, der läuft auch bei dir. Und ich würde aber auch so sagen, es läuft bei dir. Denn wo haben wir es? Friends in Need. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Okay, 547.000. Eigentlich ist das gar nicht so viel. Wie kommst du auf 499? Also das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Wir gucken uns die BS mal an. Hier ist ein Rathaus 11. Maxed out. Der Pott steht hier draußen. Für alle verfügbar. Ihr könnt euch nehmen, was ihr braucht. Kommt einfach vorbei hier bei jemandem, der Level 499 ist. Ja, wie kann man das eigentlich machen? Man kann natürlich immer in den Kobold-Missionen immer das erste Rathaus machen oder das zweite Rathaus machen. Gibt immer ein paar EP. Und so kann man hier leveln, weil anders kann ich mir das gar nicht erklären. Außer er hat hier jetzt schon, ich muss einfach nochmal reingucken, 4 Millionen Rathäuser geschafft oder so. Also richtig viele Angriffe, Wolverster, Town Halls, 11.000. Ja, das ist, verstehe ich nicht. Aber an irgendwas muss es ja liegen, dass er hier so viel oder so hoch hier im Ranking ist. Also 499 ist das schon krank, ne? Kurz vor 500. Und aber es ist auf jeden Fall ein krasses Dorf. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, muss ich sagen. So, bitte besuch mich, schreibt hier. Der Albian, den nehmen wir uns jetzt noch vor. Also ich werde auf jeden Fall heute alle fertig machen, die ich unter dem letzten Dorfbesuchsvideo hatte. Die ich nicht gezeigt habe, die waren abgefarmt. Oder der Tech war invalid. Das tut mir natürlich leid, wenn ihr euch dann nicht in den Folgen findet. Aber wir haben hier ein Rathaus 7 mal. Und so wie ich sehe, maxed out. Maxed out hier und leider abgefarmt. Lager voll. Schade auch. Aber er kloppt hier sein Town Hall auf. Stufe 8 kann er sicherlich auch machen. Zu Recht, denn das ist eine maxed out RH7 Base hier. Also hast du gut gemacht. Schade, dass der Tech, dass die Base abgefarmt ist. Julian Schröer schreibt, Toto Clan, Old German, Name Tyrex, tut mir leid. Ich bitte euch ja immer, mir die Tags zu schicken. Und denn ich kann hier nicht nach Clan suchen. Denn wenn ich jetzt hier nach Alt German suche, dann bekomme ich vermutlich 20 oder 30 Clans angezeigt. Der Leon hat das hier etwas besser gemacht. Heißt bei mir Duck Army. Okay, vom Clan, ja, Kneipen Terror, super. Hat aber erst 5 Sterne im CW, ja, das ist ein bisschen wenig. Da hätte man natürlich schon ein bisschen mehr machen können. Aber ich denke mal, er ist auch noch nicht so lange hier auf dem Rathaus. Hat aber schon, haben wir gerade gesehen, hat sich die Drachen schon freigeschaltet. Und ja, viel mehr geht erstmal nicht. King hat er auch rausgeholt, habe ich ja gestern auch gemacht. Bei meinem Rathaus 7 Account. Luftabwehren gehen hier jetzt hoch. Ja, die hätte... Obwohl, nee, die sind noch auf 3-3, die kommen noch von Rathaus 6, also super Dorf hier. Und vor allen Dingen auch schon richtig viele Mauern hier gemacht. Donner Wetter. Ja, cooler Account hier, aber Minen und Sammler gehen auf Rathaus Stufe 5 auf Level 10 hoch. Ich meine, du musst sie, glaube ich, auf 5 bringen oder auf 6 bringen, damit du sie boosten kannst. Aber ich würde sie trotzdem machen, denn sie sammeln natürlich, wenn du nicht dein Dorf bespielst, viel, viel mehr, viel, viel schneller und vor allen Dingen haben sie viel, viel mehr Hitpoints. Das heißt also, der Gegner, der diese Base hier macht, der hat relativ leichtes Spiel mit Magiern, denn die machen ein oder zwei Schuss auf die Lage, dann sind die weg. Sind die auf Level 10, muss da ein Magier viermal raufschießen und dann steht er natürlich auch länger, sage ich mal, der Def entgegen. Ihr wisst schon, was ich meine. Also ich würde die auf jeden Fall auch noch nachziehen. Und ich denke mal, die Base hier hält die hier unten in Silber. Ja, die hat schon dreimal gedefft oder halt gedroppt. Also hat er hier gut gemacht. Und wir sind beim DDF. Beim DDF. Das ist seine Tag. Die ist natürlich immer invalid, weil ich immer ein Leerzeichen drin habe. Okay, die ist denke ich mal trotzdem invalid. Obwohl das die richtige Tech ist, aber das Rathaus ist mir einfach zu klein, um es bewerten zu können. Bin Rathaus 9, schreibt hier jetzt der nächste. Hey, würde mich besuchen, wenn du mich besuchst, bewertest. Klar mache ich das, wenn es denn eine richtige Base ist mit dem richtigeren Tech als diese hier. Dann mache ich das auch. Das ist der Tri-Styler
vom Clan Black of Dead. Er ist Co-Leader und ja, ist ein Rathaus 8. Ich denke mal, er ist noch nicht so lange Rathaus 8, hat aber schon gute Truppen hier mit Zweier Golem. Also hier hat er auf jeden Fall, Rathaus 9, Entschuldigung. Hat auf jeden Fall als Rathaus 8er, ah, schade, liegt auch daneben. Hat er auf jeden Fall alles richtig gemacht und ich denke mal, er ist noch nicht so lange Rathaus 9. X-Bogen, lass mal ruhig nur auf 1, bis deine Helden so auf 15 sind. Dann zieh mal erst auf 2, denn dann hast du im CK sicherlich Gegner, den du gegenüberstellen kannst. Und ich, schade, dass ich angegriffen wurde, melde mich wieder. Okay, schönes Video, falls du einen Max RH10 sehen willst. Natürlich will ich einen Max RH10 sehen. Gar keine Frage, aber da brauche ich ja nur mein Dorf anzugucken, das ist auch Max R10. Und wir haben hier den JJ Killer vom Clan, vom Clan Ström Community. Ist übrigens ein mir bekannter Clan und das ist ein Full Max RH10 hier, der ganz viele Mauern hat. Ganz stark verteilt und ich kann mir natürlich, ich kann diese Base nicht bewerten. Hält sowas? Boah, sowas hält 22 Mal. Krass. Also, auch hier kann man es so machen, denn die Truppen können alle nur am Rand gesetzt werden hier. Das ist natürlich super und haben immer einen langen Weg zu der Mitte hier und deswegen verteile ich diese Base hier wahrscheinlich so gut. Ja, ich denke, wir hauen uns nochmal eine kleine Pause rein. Und die Pause versüße ich mir heute mit einem Angriff mit dem Rathaus 9 hier. Und ihr seht das, ich habe das ja die Tage schon mal gesagt, ich bespiele diese Accounts hier nicht wirklich oft. Denn die Riesen hier, beziehungsweise die Riesenskelette, die kommen noch aus dem Event. Ja, und das ist ja nun schon ein paar Tage her, hätte ich mal fast gesagt. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Zeichen, dass ich die wirklich, wirklich wenig bespiele hier. Was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? Ah, okay, die nehmen wir mal mit, die Clanburg. Denn meine Mauerbrecher sind ja gerade, die sind gerade nicht ganz durchgekommen. Deswegen müssen sie jetzt die Wallis machen. Die gehen jetzt aber hoffentlich richtig schick rein hier in die Base. Und, oh, da kommen Clanburg-Truppen. Eieieiei. Und zwar ganz böse. Mal gucken, wo die raufgehen. Dann muss ich die nochmal hier ein bisschen in Wut versetzen. Und habe jetzt noch einen Heilzauber. Wo setze ich den am günstigsten? Ich glaube, den dicken hier. Den heilen wir mal so ein bisschen durch hier. Und die Clanburg ist in jedem Fall weg. Ja, haben wir ganz gut gemacht hier. Also ohne Queen ist es auch manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich komme eigentlich immer ganz, ganz gut mit dem Dicken eigentlich auch durch. Und das war jetzt wieder ein bisschen Dunkles. Mal gucken. Ich denke mal, ich zünde ihn jetzt schon mal. Und habe ihn dann gleich in Angriff. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht. Kann das hier abbrechen an der Stelle. Ich brauche nur noch Dunkles, auch mit diesen Accounts hier. Aber ihr habt es gesehen. Und auch in der Armee, die jetzt noch nachkommt, habe ich immer noch die Riesenskelette. Aber ich habe noch 3 Tags hier für euch. Hallo Toto, kannst du einen Clan besuchen? Clan-Tag ist bla bla bla. Und er ist das. Ah nee, da ist wieder der Hinweis abgefarmt. Tut mir leid, Lukas, du bist leider abgefarmt. Und deswegen nehmen wir uns den Tag mit Leerzeichen hier. Wir nehmen den Profikiller. Der ist nämlich nicht abgefarmt. Ist hier ein Rathaus Level 8. 7er King. Hat die dunklen Truppen schon alle. Aber es hatte natürlich auf Rathaus 7 schon mal den Schweinreiter auf 2 ziehen können. Hat er aber nicht gemacht. Aber die Base hier ist, glaube ich, auch noch nicht so wirklich lange auf der Stufe. Er kloppt hier auf jeden Fall das dunkle Lager hoch. Ja, das musst du hoch haben. Sonst kriegst du den King, glaube ich, nicht auf 10 und kriegst auch die Golems nicht weiter gelevelt. Also der muss auf jeden Fall auf volle Ausbaustufe hier bei Rathaus 8. Und irgendwann, wenn man ja auf 9 geht, musst du in jedem Fall ja mehr haben. Sonst kriegst du die Queen nicht aus dem Shop. Die kostet ja auch 40.000. Aber ich glaube, das Dorf hier sieht ganz gut aus. Mit der Defense hier auf 6. Das ist in Ordnung. Die hat er schon mal gemacht. Also wie gesagt, Leute, klopft eure Luftabwehren auf Rathaus Level 7 und 8 hoch. Denn ich weiß, die dauern lange, aber sie bringen eine ganze Menge und er ist allerdings auch einer, der auch noch nicht so viel Clankriege gespielt hat. Verstehe ich gar nicht. Man kann ja ab 4 eigentlich spielen und das macht ja monstermäßig Laune. Aber es sieht trotzdem gut aus hier und ja, ich denke, er ist halt noch nicht so lange auf dem Rathaus-Level. Die Magertürme decken hier schön die Luftabwehr mit ab, zumindest hier auch, wenn der fertig ist. Und
Hier natürlich nicht. Du hast halt nur drei, aber ich denke mal, hier, da wo der freie Bereich ist, vorm Rathaus, da stehen noch die Tesla. Die sehen wir ja mal wieder nicht. Und er hat hier auch 25 Truppen für die Klamburg. Also sieht ganz gut aus hier. Ist, glaube ich, ganz ordentlich und er kann zufrieden sein. Wer war es eigentlich? Profikiller heißt hier bei mir in der Community Let's Play Clash of Clans. Jawohl, das machen wir. Und wir haben eine Tech vom Xizuma. Es ist ein, es ist ein Rathaus 10. Super Sache. Und auch schön hochgelevelt. Pekka habe ich auch ganz, ganz spät erst gemacht. Ich habe auch erst die anderen Truppen gemacht. Die hat er alle hoch. Der Zauber hat er auch super hier hoch. Nur noch der Klonzauber fehlt hier mit zwei Level. Also, und auch ein schönes Dorf. Ich denke mal, er hat lange 9,5 gespielt. Denn wir sehen hier die Infernos erst auf Level 1. Oder aber er lässt sie so auch zwecks des Rankings. Aber ich glaube, ich weiß nicht genau, der Level ist nicht egal. Aber sobald du die raushaust, bist du auf jeden Fall etwas höher vom Ranking her. Und er hat auch die 3x-Bogen noch auf schwarz. Sie gehen ja auch noch ein Level höher. Aber ich denke mal, sieht ganz gut. Es ist eigentlich der Hammer. So eine starke Base. Also wenn ich mir jetzt ja die Mauern betrachte, die sind ja durch. Aber die Defi ist noch nicht so stark. Ich denke mal, er war ein 9,5er. Also, ja, ganz gut gemacht. Und den letzten, den wir uns anschauen, den konnte ich mir aussuchen. Ich kann mir einen aussuchen, hurra. Dann suche ich mir jetzt auch einen aus. Und zwar suche ich mir den hier aus. Das ist der Timmy YouTube vom Clan Die Grinsis. Auch nicht schlecht, ist aber ein schönes RH9 hier. Und aber ja, die Base passt mal wieder nicht zu den Helden. Die Helden sind einfach zu low, muss ich einfach mal so sagen. Auch da kann ich nicht immer ein Blatt vom Mund nehmen. Denn vermutlich ist er noch gar nicht so lange auf Rathaus-Level 9, denn hier geht ja noch einiges ein Level hoch. Okay, Kasernen hat er auch noch reichlich zu tun. Hier geht jetzt eine Luftabwehr auf 7. Okay, die gehen jetzt also schon mal langsam hoch. Ja, ich denke mal, habe ich mich vielleicht vertan. Er ist noch nicht lange 9, aber er hat die X-Bogen schon. Ja, und sobald du die hast, bist du im Ranking relativ hoch und kriegst relativ schwere Gegner vorgesetzt. Und ich nenne es immer grenzwertig. Ich habe die X-Bogen auch immer sehr früh schwarz gehabt, aber meine Helden waren dann auch schon Level 15 und höher. Und von daher denke ich mal, ist das ein gutes Dorf hier. Und er kann sicherlich mit dem Account zufrieden sein. Ja, alle, die sich nicht gesehen haben, die habe ich hier natürlich noch. Alle, die ich heute gezeigt habe, lösche ich. Und die anderen zeige ich dann in dem nächsten Video. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Serie hier jetzt weitermache. Donnerstag, denn mein Rathaus 11 erfordert alles ja jetzt von mir. Und der Avatar geht auch auf 10. Das heißt also, da will ich ja auch ein bisschen weiterkommen. Aber ich hoffe, die Dorfbesuchsfolge hier hat euch trotzdem wieder gefallen. Und mehr kann ich gar nicht sagen. Bis dahin, euer Toto. Clasht.